Der Siegertext ist von Susanne Mewe. Die Hand halten der Ehrung halten. Meine Damen und Herren, Sie befinden sich hier auf einem Nichtraucherbahnhof. Zur Verbesserung der Sauberkeit und aus Rücksichtsnahme auf andere Bahnreisende ist das Rauchen auf diesem Bahnhof nicht gestattet. Bitte benutzen Sie den dafür vorgesehenen Raucherbereich auf Gleis 9. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir bitten Sie, in Ihrem eigenen Interesse für sich und alle Mitreisenden Sorge zu tragen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt auf unserem Bahnhof. Ich kann mich an diesen Ort nicht gewöhnen. Es gibt Schlimmeres. Glaub mir. Es ist jetzt 9 Monate her, dass ich die Ausbildung begonnen habe. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich hätte nicht gedacht. 9 Monate her. Aufgeregt? Das muss so sein an solchen Tagen. Wahrscheinlich. Soll ich es dir nochmal? Nein, ich glaube, das wird so auch nicht besser. Ach, Pandora, Mädchen, mach dir keine Sorgen. Das wird schon nicht so schlimm. Ich kann dich doch ausreichend vorbereiten. Ich kann keine Haare schneiden. Darauf kommt es nicht an. Auf was sonst? Das wirst du schon sehen. Als die Tiere aus dem Garten vertrieben wurden, 2 Menschen kamen und die Gebote des friedfertigen Lebens zu brechen. Sie rissen die Mauer ein und zogen aus. Alsbald entsprang ihnen eine Horde von Gestalten, ein ausgelassener Mob. Irgendwann würdest du es mir vorhalten. Wie du willst. Warte, ich helfe dir doch. Das schaffe ich allein. Aber warte doch. Hast du meinen Vater gesehen? Wen? Meinen Vater. Woher soll ich denn wissen, wie dein Vater aussieht? So ein älterer mit Hut. Ach, von dir hat er geredet. Hat er über mich geredet? Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Irgendwas vom Tiere füttern. Und die alte Kamelle. Ich werde nicht zu ihm zurückkehren, weißt du? Ach so. Und deshalb suchst du ihn? Ich suche ihn nicht. Ich wollte nur wissen, was er tut, das ist alles. Es gibt kein Zurück mehr in den Garten. Was kommen wird, ist die reinere, die wilde Form. Heuriger. Und ein Epilog 2. Figuren. Der Heimkehrer, Mann, / Stefan, Frau in Uniform, / Frau in Uniform ohne Beine, / Kerstin. Das Ohr. Beziehungsweise einer, mit dem man reden kann, das mache ich selbst. Ein Bundeswehrarzt. Anmerkungen. Das Stück ist für ca. 3 Schauspieler geschrieben. Szenentitel und Regieanweisungen müssten / könnten je nach Auflösung in Klammern, teilweise in Klammern von einer zusätzlichen Regisseurfigur mitgesprochen. Zusätzliche Regisseur.
von einer Regisseurfigur, das mache ich auch selbst, eingeblendet werden. Ein Schrägstrich markiert den Moment, wo zwei Repliken beginnen, sich zu... Aber ich sag's, ich hab's. Wir machen's wie in Rambo 2. Wie mit Arnold Schwarzenegger. Kennst du den? Ja klar, der kommt doch auch von hier. Mama, ich zeig dir, wie das geht. Mehr an ein Heimkehrer-Sujet. Statt über Krieg zu schreiben, sollte der Autor sich ein Gewehr besorgen eigentlich. Ja, statt über Krieg zu schreiben, sollte der Autor eigentlich Freudentränen vergießen darüber, dass er offenbar in Frieden lebt und keinen Hunger hat. Er sollte sich ein Gewehr besorgen eigentlich und dann flennt vor Freude Freudenschüsse abgeben in die Menge. Ja, und in dem Moment, wo er eine Polizeikugel in den Kopf kriegt, darf er anfangen zu schreiben. Wenn überhaupt, sind Kriegsstücke gut oder Romane oder Filme, wenn sie Stellung nehmen oder einfach schamlos auf die Kacke hauen. Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Der Theaterzuschauer, wenn er das sieht, muss zittern. Sich in seinen Sitz zittern, während es vielleicht gar nicht so langen Stücks mindestens 5000 Kalorien verlieren. Na, einmal zu Fuß über die Alpen quasi 30 Kilo Gepäck. 2 Liter salziges Wasser verlieren. Und dabei Tränen. Noch was lernen. Ja, und dabei noch gerührt sein. Und danach auf die Straße gehen und alles ändern. Ohne alle Affektiertheit. 802. 48. 232. 111. 81. 981. Die Uniform muss man lieben. Silberknöpfe auf dunkelblauem Grund. Davon kann man träumen. Größe 34 ist die maximale Ausdehnung des Glamours. Ihr Handgepäck kommt ins Schaufach. Wir haben selbstverständlich größten Respekt vor den Wertsachen. Sie können Ihre Scheine nach dem Flug gleich wieder. Ja, ich bin die letzte Generation. Ein Auslaufmodell. Ist nicht gut, gar nicht gut. Ich glaube, ich sollte. Heute kann keine wegbrechen. Die Flugbegleiterin ist das erste Bild, das die Airline auf die Netzhaut des Kunden stanzt. Das erste Lächeln, die erste sich ihm entgegenstreckende Hand, das erste gute Wort, das in seinem Leben hört. Die Flugbegleiterin prägt die Münze, mit der die Airline handelt. Habe ich eigentlich schon von meiner Scheidung erzählt? 23. So was ist mir vorher noch nie. Natürlich nicht. Ich weiß, dass du nicht Scharen von Studentinnen. Du bist gar nicht der Typ dafür. Völlig ausgehen. Ich war die Maske der Souveränität, die du nie abschreiben kannst. Und eine Hausarbeit. So wüst, so krank und drüben, so jenseits von allem, dass ich nur gegrinst, die beißenden Kommentare gelangweilt abgespult. So ein unaufgeregtes Mädchen. Du siehst immer anders aus. Ich finde das verwirrend. Das liegt an den Haaren. Nein, am Gesicht. Du bist ein Chamäleon. Ich kann dich nie auseinanderhalten. Jetzt komm noch mal. Komm noch mal näher. Gloria. Oma. Wann fängst du an zu arbeiten? Hast du überhaupt vor zu arbeiten oder wartest du, bis ich tot bin? Nein. Warten ist gefährlich. Wie das eben ist, wenn man wartet. Man zündet sich eine an, trinkt ein Glas, das ufert leicht aus. Soll ich runterkommen? Nein, ich muss eh jetzt. Aber du wolltest doch die Kartoffeln schälen fürs Abendessen. Willst du das jetzt nicht mehr? Nein. Hast deine Pläne geändert? Nimmst du jetzt Drogen? Du bist 25 und 26. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Es ist ein Geschenk. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass du sowas... Aber damals hast du gesagt... Im Spielraum wollte ich kein Bankkonto von dir. Wann machst du deinen Abschluss? Irgendwann stirbt meine Großmutter. Seit Jahren. Darauf kannst du nicht warten. Du bist 27, Gloria. So wird es nicht. Ich kann sie wohl schlecht umbringen. Nimm mein Geld, gib ihnen etwas Zeit. Ich muss arbeiten. Ich möchte an einem Berg zerschellen. Wenn es soweit ist, möchte ich an einem Berg zerschellen. Das ist mein Traum.
Ich möchte nicht schwimmen, in Flammen entfernen, mit angstvoll geweiteten Augen sagen, dass es nach Rauch riecht, wenn es in den Kabinen meine Kollegin in Gang 2 fragen, ob sie das auch riecht? Nein. Ich möchte an einem Berg zerschellen. In der Innenstadt versteckt, in dem eigentlich nur die zwangseingeführten Köche und die Mutten untergebracht sind. Erst Beate Huse, Filmchen gucken, Magazine durchblättern und dann der Stich, Alter! Ditch, hätte Alter. Ich an dem Tag nicht der Eismann und das Fernsehen besucht und wäre dem abgewrackten Gebäude nicht schon wieder der Strom ausgefallen. Dann hätte ich keine Kerze an. Dann wäre auch die Matratze nicht abgebrannt. Ich habe es gar nicht bemerkt, als ich vollkommen fertig aufgestanden bin, um zur Zeitarbeitsagentur zu laufen. Zeitarbeitsagentur. Jedenfalls brachte die Matratze erst runter im Stock im Zimmer im ersten Stock und dann im Abstellraum im zweiten Stock unter uns, wo Kevin Fürst die beiden Dönerverkäufer versteckt hat. In der blutgeschwängerten Dunkelheit hinter den Lidern treten vielfarbige Schemen aus den Grenzen des Raums auf. Am Anfang des 21. Jahrhunderts haben wir uns Autos gebastelt, aus Plastik, Bildern und Langeweile, weil alles um uns herum schlief. Und wir sind uns durch unser Ego selbst davon gefahren. Das System führt seinen eigenen Untergang herbei. Als wir an den Sternen vorbeikamen, da waren es alles nur kleine blinkende Digitalkameras. Und als wir die Sonne erreichten, da war es nur ein kaputter Flachbildschirm, auf dem eine gelobte DVD eine Lagerfeuersimulation abspielte. Und als wir zurück zur Erde wollten, da war das Benzin alle. Kann es schlimm sein, wenn ich ganz ehrlich bin, das Finale in Wien, in den eigenen Reihen, nur zum Fremden. Uns haben Sie wohl nicht mehr gerechnet. Ich sag dir gleich, dass wir sicher kommen. Vielleicht dachten Sie, die meisten würden gleich nachher heimgehen. Es ist nur so voll, weil das Wirtshaus so klein ist. Ja, viel zu eng ist es hier nicht. Hier ist normalerweise kein Tisch. Wir sitzen praktisch in der Abstellkammer. Das hier ist nicht geeignet für einen Leichenschmaus. Entschuldigung, danke. Schicken Sie uns jemanden?
Ich rieche Schnitzel. Ich auch. Da drüben kriegen alle Schnitzel. Tatsächlich? Ich will auch ein Schnitzel. Mit Krautsalat. Schnitzel. Gibt es noch welche? Ich frag mal nach. Ja, tun Sie das. Ich gehe jetzt. Es gibt hier nicht einmal ein Fenster. Doch, da ist eins. Eine Luke, kein Fenster. Wenn ich hier nichts zu essen bekomme, dann kaufe ich meine Tabletten woanders. Der Apotheker ist der Verstorbene. Die Wanderung selbst verläuft im niedrigsten Tempo. Die beiden Patriarchen fungieren stets als Bremser, unabhängig von... unabhängig von der Steigung und der Bodenbeschaffenheit. Ihrerseits ist es immer ein gemächliches Schreiten, ein selbstgefälliges Stolzzieren. Gemächliches Schreiten. In regelmäßigen und äußerst kurzen Abständen unterbrochen. Von Entdeckungen diverser Kräuterpflänzchen, über die wird dann sogleich referiert, ausufernd. In stehenden Betrachtungen, man ordnet ein in Familien und Gattungen, spricht vor allem über Wirkstoffe. Wirkstoffe? Er sagt, als Kind schon durchlebten sie ein 12-stündiges Stationendrama. Schulausflug ins Naturkundemuseum. Jetzt wird's wirklich uninteressant, Bedienung. Sie brachen mit der Familientradition. Ohne Alten kein Apotheker mehr. Wir wollten diese Woche wieder gemeinsam in die Alpen fahren. Die Zimmer waren seit Monaten reserviert. Aber die Kinder stiegen nicht ins Auto. Da hat ihn der Schlag getroffen. Smarties. Na und? Verbrennen wir die Gespenster. Dazu braucht man
Benzin. Und? Ein Feuerzeug. Und? Das war's. Scheint ja recht simpel. Weniger simpel hingegen ist das Herbeischaffen der Gespenster. Ja, an so einer Kleinigkeit kann es nicht scheitern. Ja, aber wie sollten wir denn jetzt? Ja, wir überlegen uns am besten, welche Gespenster wir anlocken wollen und dann... Und dann? Ja, und dann! Dann? Weiter habe ich nicht gedacht. Dabei hatten Sie doch in Ihrem Leben genügend Zeit nachzudenken. Ja, ich habe offensichtlich eine halbe Ewigkeit über die falschen Dinge nachgedacht. Oh, das klingt so, als könnte es mir auch passieren. Nein, nein. Was? Verbrennen wir die Gespenster. Das sind aber keine Gespenster. Ja, das wissen Sie ja gar nicht. Ich sehe keine. Ja, die sind unsichtbar. Das ist in der Tat ein Problem. Ach, sind nun welche hier oder nicht? Möglich wär's. Möglich, definitiv möglich. Ja. Ich glaub nicht. Ich glaub schon. Ich lege jetzt einfach mal Feuer.